ich mache mich bereit für meinen ersten Turn. Am Handy kannst du einstellen, dass ich dich nicht höre. Nee, warte. Erst wenn ich da stehe. Erst wenn ich die Kilos da habe. Ich sag dir wann. Mit wem ich da rede, ich habe halt Funk im Helm und rede halt mit Christian. Ich habe es euch im ersten Teil ja schon gesagt, was ich von Funk halte. Erst war ich ja so ein bisschen begeistert davon und im Nachhinein war mir dann schon bewusst, dass das ewig viel Zeit gekostet hat. So, Max fährt jetzt die letzten Runden, das ist hier tatsächlich Platzkampf. Da waren sie sich nicht ganz einig, aber am Ende hat Max einfach die Innenbahn gehabt und fährt dran vorbei. Sie sagt da, okay, ich komme nächste Runde. Steffi soll herkommen. Steffi, komm her. Du lässt da drüben bitte einen roten drin und bei ihm. Du kannst alle rausnehmen. Ja, aber du kannst ja die nehmen. Ich los, will hier den Kasten noch zumachen, weil es Max nicht hingekriegt hat und fahr erstmal eine Boxenausfahrt vorbei. Snoopy wird grinsen, wenn er das sieht, beziehungsweise ich bin ja mittlerweile nach der Szene schon bekannt im Katz in Rostock für der zur Tankstelle fährt, weil da rechts seht ihr vielleicht noch einen Rennleiter stehen, der hat gerade Gas neu aufgetankt für die Wechselkarts. Ja, genau. Da ging es ja noch darum, weil Luca seine Gewichte ja nicht mit zur Waage genommen hatte. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, auch unbedingt angucken. Der weiß, was da vorher schon alles passiert war. Ich habe mir jetzt also eine Zeitstrafe hier abgeholt, ging nämlich darum, dass das gestimmt hatte, was Steffi dem Rennleiter gesagt hat, dass Luca, also dass wir da quasi nur ein, ja ich sag mal, gelbes Gewicht da reingestellt haben, 2,5 Kilo, als dann Max reingegangen ist. Ja, Luca hat aber keine Gewichte mit zur Waage gebracht gehabt. Das hat mir alles erklärt und rausgehandelt und ja, da das jetzt gestimmt hat, was wir gesagt haben, kriegen wir nur eine 10-Sekunden-Strafe. Die habe ich jetzt hiermit abgesessen. Ja, weil wenn man deutlich Untergewicht hat, kriegt man normalerweise eine 10-Runden-Strafe. Und damit sind wir jetzt natürlich mit 10 Sekunden gut weggekommen, muss ich sagen. So, aber nichtsdestotrotz, ich habe den Heavy Turner jetzt gefahren, also statt 85 Kilo jetzt mit 85 Kilo unterwegs. Ja, und kam ganz gut klar mit dem Kart und habe halt so eine kleine Aufholjagd jetzt gestartet. Max zuvor natürlich auch schon, ja, aber durch mein an der Boxenausfahrt vorbeigefahre, ja, ist halt blöd gelaufen, haben wir nochmal wieder eine Position verloren, die ich wieder reinfahren muss. Ja, zwischen den beiden geht hier wieder die Post ab und ich denke mir, was ist hier schon wieder und warum vor allem wird hier nichts bestraft auf der Strecke?
Jo, Marcel vor mir. Aber wie gesagt, die sind beide ein bisschen Kamikaze gefahren. Und ja, kann man halt machen in Bisping, haben wir festgestellt. Ja, und nach mussten wir auch lernen, dass wir auch unfair fahren mussten. Weil sonst wären wir komplett untergegangen. Ich meine, gut, wir sind relativ weit hinten, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und ihr seht es hier. Also es hat auch nicht aufgehört, war alles schön bunt durcheinander. Und ja, alles andere als fair, das meiste. Und ja, wenn man da jetzt nicht so mitspielt wie die anderen, dann verlierst du halt unnötig noch mehr an Zeit. Genau das ist es. Hier auch wieder rausgeschoben worden. Wo hier auch wieder rausgedrückt. Und ich denke mir, oh, geiler Move. Fahre ich dann halt jetzt einmal dran vorbei. Habe keine Lust mehr auf den ganzen Kram da. Nachher fliege ich da selber noch von der Strecke weg. Und das muss ja nicht sein. So, ich drehe weiter meine Runden. Und ja, komme jetzt in eine Box rein. Und zwar zum Kartausch. Hier nochmal den Buzzer drücken. Und da vorne steht das nächste. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie viel Zeit ich noch übrig hatte. Klar, wenn ich nur drei so eine Gewichtsblöcke da irgendwie ins andere Kart schleppen muss, während die Kinder da 5 Milliarden hatten. Ja, und dann auch noch kleiner sind und weniger Kraft haben, das ist schon mies. Also, was heißt unfair? Aber ich sag mal, mit sowas muss man rechnen, dass solche Kids dann halt auch mitfahren. Meiner Achtung uns, also 50 Sekunden hätte man schon machen können. Ja, so, jetzt werde ich hier schon wieder angeschoben, denke mir, was ist hier los? Zeigt jetzt an, er soll links vorbeifahren, wenn jetzt gleich die 180er kommt. Ja, aber das meine ich halt, ne? Alle haben so gar keine Geduld. Da denke ich mir, hä, wo ist er jetzt abgeblieben? Und denke mir, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Er war eben noch hinter mir. Was hat er eben gemacht? Ja, denn jetzt halt hier. Machen Riesenbogen, weil gleich drei Leute sind. Ja, aber war halt schon wieder super unnötig. Ne? Also wirklich, es ist ein 10-Stunden-Rennen und ich finde, da kann man halt wirklich mal eine Kurve mal abwarten, bis man vorbeigelassen wird. Aber es gab so viele Situationen, wo wir einfach weggerammt wurden. Ja, aber gut, klar, wenn die Rennleitung da nichts unternimmt, dann, klar, kann man das halt so machen. Ne? Also, ich muss aber sagen, es gab sehr viele Strafen, trotzdem. Allerdings nie was, was auf der Strecke passiert ist, sondern eher alles nur so Kleinkram, was in der Box passiert ist. Klar, das mit dem Gewicht ist schon ein heftiger Fehler. Das muss auf jeden Fall bestraft werden, um Gottes Willen. Aber wir kommen jetzt gleich noch ein paar Dinge, auch von mir. Und ja, dafür haben wir halt noch ja, die ein oder andere Strafe, sag ich mal, kassiert. So, hier auch. Gut, hier habe ich jetzt versucht, noch dazwischen zu kommen, aber ja, hätte ich bremsen müssen. Oh, Lysander, der Nächste. Kam dann wieder ein bisschen Hektik auf. Gut, bei Lysander nicht. Der war die Ruhe selbst. Fand ich ganz geil an dem Tag. Lysander ist so seinen Stiefel gefahren. Und ja. So, jetzt werdet ihr aber gleich sehen. Ah ne, 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 kommt später. Kommt später, kommt später. Sorry, mein Fehler. Einer rein.
4? Wo ist ich 4? Ist 90 Stunden. Alter, ich habe halb 4 verloren. Danke. Richtig geil. Aber bist du aufgeholt wieder jetzt, wa? Ja. Warst nicht langsam eben. Sehr schön. War das gerade gut oder ging? Das ist super scheiße. Ja? Ja, aber ich habe Christian gesagt, auf was Luisanne achten soll. Was denn? Kurven reinfahren, Meter sparen und Kurvenausgang jeden Zentimeter mitnehmen, der geht. Das kannst du mal ohne Fehler machen. Ja, ja, war gut. Wolltest du noch draußen fahren? Ja, sehr gut. Aber weißt du, wie das passiert ist? Ich wollte ja den Kasten zumachen. Und in Stettin ist ja bis zur Wand fahren. Ich dachte, wir wären in Stettin. Aber geil reagiert, ne? Raus! Das hat so viel Standgas, ich hab's fast gar nicht zurückgeschoben. Markus, ich werde essen. Kannst du 14.40 Uhr, sind wir dran mit Fahrtwechsel, kannst du die Gewichte machen? Ja. Ich werde schnell essen, dann bin ich auch vorher fertig. Aber 14.40 Uhr? Die Sonne muss ja eh nicht so früh Gewichte machen. Nee, er hat nur eine rote. Eine rote nur. Ja, da braucht man rein theoretisch gar nicht helfen, wenn man nur ein Gewicht wegschleppen muss. Ja. Deswegen war Luisanne komplett entspannt. Und ja, Luisanne an dem Tag, ich hatte das in Teil 1 schon gesagt, sehr gut gefahren. Er hat mich sehr positiv gestimmt und überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ist eine Strecke, die ihm wohl liegt. So, auch top vorbeigelassen immer, gleich direkt an der Stoßstange dran. Also das ist schon sehr gut. So, Runde 270 sind wir gerade mal. Da war knapp. Und das nächste Kart, das geht jetzt natürlich super schnell. Ist ja nur ein Gewicht. Ich finde es so geil, wie alle immer so ein bisschen Hektik verbreiten und Luisanne, nö. Das war jetzt nicht von Luisanne, sondern ich habe ihm das über das Funk gesagt, dass Steffi mal das Kart anschieben soll. Weil die Dinger kamen halt untenrum überhaupt nicht. Und ja, damit wir dann halt, ich sag mal, dadurch vielleicht eine halbe Sekunde gewinnen. Klar, halbe Sekunde nicht so viel auf 10 Stunden, aber egal. Im Rennsport zählt für mich immer jede Sekunde. Ja, Luisanne fix. Und denkt sich hier, fahre ich halt mal wieder vorbei, ne? Ja, und der hat sich gefreut. Also, kann ich mir gut vorstellen. War ein geiles Erfolgserlebnis. Aber auch er blieb leider nicht ohne Fehler. Ja, aber bei ihm war es halt ein relativ kleiner, nur erzähle ich gleich noch was dazu, wenn es passiert. Das ist nachher alles, wenn es in die andere Richtung geht. 4-4 war das, ne? Ja, also komplett rote. Komplett war 4 rote, 4 gelbe, ne? Ja, also auf 4 Seiten 2. Also nochmal, 4 rote, 4 gelbe, ne? Ja. Das ist aber natürlich dann eine krasse Aufgabe für Christian, weil er muss ja wirklich ja, die Gewichte wirklich komplett links und rechts vollknallen, also die Gewichtskästen. Ja, und bei 35 Sekunden wieder ein knappes Ding, wie wir gleich sehen werden. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, also der Typ in Blau ist wohl ein Heimfahrer, wurde mir gesagt. Und auch nicht so langsam. Und hat sich Luisanne natürlich mega gefreut, dass er ein bisschen mithalten konnte.
Oh, er vor ihm jetzt sagt jetzt an, juhu, ich habe hier eine geile Maschine, richtig fix. Ganz links dann. So, also. Nächster Fahrerwechsel. Oh, Lennox geht rein. Gut, wir hatten noch 2 Sekunden, ne? Also gar kein Stress. Das mit den Gewichten und immer auf die Waage gehen, das ist so ein Ding. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, auch im KZ Rostock, dass wir das unbedingt mal üben müssen, bis zum Erbrechen, sage ich immer. Weil einfach, wenn man, jedes Mal, wenn man aus dem Kart aussteigst, nachdem du gefahren bist, einfach immer auf die Waage stellen, ob du es nun musst oder nicht, aber dass das verinnerlicht wird. Und ja, ne, und dann passieren solche Sachen auch nicht. Aber das war sehr auffällig, dass wir grundsätzlich alle irgendwie Probleme damit hatten, an das Gewicht zu denken nach der Fahrt. Und das darf natürlich nicht sein. Ne? Klar, alles sehr, sehr aufregend. Aber ich sag mal, nach 310 Runden, schon fast die Hälfte rum, sollte man das nachher eigentlich dann schon drauf haben. Aber ging in dem Fall jetzt nochmal gut. Ne? Aber ich sag mal, in Rostock ist es so, da ist es dann wirklich, wenn sobald du an der Waage vorbeigehst, kriegst du dafür richtig fette Strafe. So, und auch Lennox heult jetzt hier echt gut mit. Mit dem Typen in Blau, von dem gerade gesprochen wurde. Und der hält jetzt extremst gegen ERT gegen, wo ich mir dann auch denke, siehst du, dass der schneller ist? Das ist ein 10-Stunden-Rennen. Lass vorbei. Oh gut, war jetzt auch nicht die feine Art. Aber, was hatte ich vorhin schon gesagt, naja, so ein bisschen muss man schon so fahren, wie die. Weil sonst gehst du halt einfach runter, ne? Dass das alles nicht fair ist, das wissen wir alle. Aber ja, du musst mit den gleichen Waffen spielen, wie die anderen. Also reden wir gar nicht drüber, also es, ne, besteht natürlich dadurch auch echt eine große Gefahr, dass halt auch mal was Ernstes passiert, ne? Deswegen immer so eine Sache. Und ja, wir legen halt sehr viel Wert darauf, dass so, klar kann man nicht alles sehen, das ist schon klar. Aber ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas bestraft wurde, was auf der Strecke passiert ist. Ich will da natürlich jetzt auch niemandem zu nahe treten, kann mich auch komplett irren, aber es wirkte halt so. Und wir hatten ja noch das KZ Rostock-Team dabei und die haben das Gleiche halt berichtet, ne? Aber ich sag mal so, bevor ich jetzt nur die ganze Zeit irgendwie negativ rede oder spreche, also das ganze Event an sich, richtig geil gemacht von Kolbenfresser RT, das muss man sagen, auch wie die uns entgegengekommen sind, der Marco und Torben hießen die, glaube ich, in der Box, es war schon ein großes Kino, das war sehr, sehr nett von denen. Also auch Lennox noch 20 Minuten und danach dann Luca nochmal.
Seite, ne? Du holst jetzt deine Gewichte, gehst auf die ganz linke Seite da. Mit Stefanie zusammen. Das sind ihre drei Schwestern. Die ist da. Vier rote, vier gelbe. Okay. Und wenn ich euch sehe, dass ihr dort steht, machen wir Blickkontakt, ja. Und dann hole ich Loki rein. Zwei rote. Und noch drei gelbe, oder? Nee, nur die beiden gelben. Nee, du hast vier rote, vier gelbe. Das sind die nochmal. Du hast vier rote, vier gelbe. Geh mal rauf. Also das mit den Gewichten, das ist schon wirklich krass. Also klar wäre es einfach gewesen, das einfach mal auf den Zettel zu schreiben, wer braucht wie viele von welcher Farbe. Und dann wäre das, glaube ich, auch gar nicht so hektisch geworden. Dann hätte man einfach sagen können, okay, alles raus bei dem, der reinkommt in die Box. Und der andere nimmt halt genau das einfach mit, was auf dem Zettel steht und fertig. Ja, aber ja. So, hier haben wir vorne gesehen, der in dem blauen Helm ist ein Heimfahrer. Es müsste Jasper, glaube ich, sogar sein, wenn mich nicht alles irrt. So, und auch der nicht geduldig gewesen. Ja, Lennart zeigt sich schon, hä, was mit ihm denn? Wieso knallt er denn den anderen einfach weg? Also, das ist krass. Er meckert hier immer noch und denkt sich, hä, das kennen wir so nicht. Ne? Also, der wirklich überhaupt nicht gefangen. Er hat sich nicht mal Mühe gegeben, da irgendwie vorbeizukommen oder sich zu gedulden. Einfach weggeknallt an der Kurve. Ja. Und das ist halt, ja, weiß nicht, ich feiere es nicht. Ja. Aber gut, wenn das so üblich ist, da, dann, klar, kann man da ja nachher auch irgendwann nichts mehr sagen. Aber das muss man halt dann selber erstmal erfahren, dass es da so ist. Und sich dann auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Aber bis man das kapiert hat, ist das halbe Rennen um gewesen. Und, so, jetzt hier auch wieder. Ein bisschen Action. Das links in weiß ist Julian, glaube ich. Bei ERT Racing. Beziehungsweise ja, Ebert Racing Team, so heißt es. So, und wir haben gleich Halbzeit. Und als nächstes kommt halt Luca rein, haben wir gerade schon gesehen. Und Luca ist derjenige, der den Richtungswechsel macht, weil genau bei der Hälfte kommt dann ein Pace-Car raus oder ein Kart raus und da werden dann alle wie in der Perlenkette hinterherfahren und dann wird die Richtung einmal gewechselt, indem er durch die Box fährt. Und das sehen wir gleich. Ganz links, ganz links, ganz links. Okay, komm. Ja, ihr seht schon hier, die Karts kommen überhaupt nicht weg. Und wenn man dann noch das Lenkrad einschlägt, noch viel schlimmer. Oh, aber jetzt zu Luca. Luca, setz dich fertig, komm, komm! Eine Lord! Das war der nächste Fehler. Also ich sag mal, 2 Sekunden wird es schon gekostet haben. Weil man soll halt bis nach vorne vorfahren. Ja, und am besten, wenn dann die Uhr runtergelaufen ist auf 0, dass man dann halt da losfährt an der Linie. Aber er ist in der Mitte der Box losgefahren bei 0. Ja, bis er bei der Linie angekommen ist, wo er eigentlich hätte losfahren sollen, sind auch schon wieder 2 Sekunden vergangen, wenn ich verstehe, was ich meine. Hier seht ihr mal, bestes Beispiel, wie viele Kilos da die Kids von uns immer schleppen mussten. Das ist schon krass. Ja. Und was war dadurch natürlich dann auch alles nicht ganz so einfach. So, Luca lässt hier Nadel vorbei und die sagt, hier, mach mal Vollgas hier. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit immer nur auf uns und die Kids, ich sag mal, rumhacke, ich hacke ja nicht drauf rum. Also es ist ja, das ist ja alles Faktencheck, was ich hier bespreche. Ne? Und wie ich das hier kommentiere. Ja, also die haben das schon top gemacht an dem Tag. War halt nur sehr viel Aufregung dabei.
auch bei mir, ich habe ja auch Bockmist gemacht, indem ich einfach an der Boxenausfahrt vorbeifahre. Ich meine, hallo, das ist zwar super witzig, aber auch super blöd. Ja, da ist dann einer, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, so viel Erfahrung habe ich ja nur auch noch nicht, aber ein bisschen mehr als die Kids und macht dann auch so eine Sachen. Ja, ne, konnten wir uns alle jetzt nicht auf die Schulter klopfen. Aber was ich sagen wollte, die haben halt schon einen Top-Job gemacht da. Und ja, wir haben halt viel gelernt an dem Tag. Und muss man positiv sehen, das Ganze. Ne? Aber es gab Phasen, wir jetzt auf einzelne Runden gesehen, also konnten die Pace von den Top-Leuten teilweise auch mitgehen. Und da kann man schon extrem stolz drauf sein und auf jeden Fall drauf aufbauen. Ja, und wenn wir lernen, neben der Strecke nicht so viele Fehler zu machen, dann sehe ich uns auch viel weiter vorne in Zukunft. Ne? Und ja, darauf freue ich mich schon. Sag mal, die ganzen Kids sind auch bei der PIK dabei. Gibt ja da verschiedene Kategorien. Und ja, die sind in der Kategorie Junior dabei. Da könnt ihr euch dann auch schon freuen. Ich denke mal, dass Max und ich und auch Sandy, der dabei ist, und vielleicht auch Dennis Höller. Ja, wir sind alle da, dass wir da alle Videos darüber machen. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Es wird erst im September sein. Aber September ist manchmal schneller da als geglaubt, ne? Ja, und jetzt habt ihr schon mitbekommen hier, Pacecard kam halt, ja, kurz bevor das rauskam, ja, super viel Pech am Ende, wenn man ehrlich ist. Der führende noch an Luca vorbei in der Runde, wirklich, wo das Pacecard rauskam. Ja, und das, der erste, der führende, wird halt immer eingesammelt und alle dahinter müssen halt sich dann einreihen. Ja, blöd. Wäre der nicht noch an uns vorbeigekommen, da eine Runde vorher, hätten wir uns komplett ans Ende des Feldes einreihen können. Ja, und warum ich das gerade erzähle, werdet ihr gleich sehen. Weil jetzt besteht natürlich das Risiko, Luca natürlich auch einen Heavy-Turner gefahren jetzt, besteht natürlich jetzt das Risiko, dass er komplett aufgenascht wird von den Leuten, die jetzt alle dahinter sind. Mit deutlich weniger Kilos. Ja, und dadurch verlierst du jetzt natürlich ganz schnell nochmal eine extra Runde, weil dadurch, dass das Feld jetzt wieder gestaucht ist, ja, sind unsere Gegner jetzt auch hinter uns wieder. Und ja, die hatten jetzt vielleicht nur, keine Ahnung, 10 Sekunden waren sie jetzt vielleicht irgendwie vor uns. Ja, und jetzt dadurch, dass wir hinter dem Führenden bleiben mussten, konnten die sich wieder hinten anreihen und haben dann quasi eine komplette Runde geschenkt bekommen. Das ist halt ein bisschen bitter gelaufen, aber was ist halt nicht bitter gelaufen an dem Tag, ne? So, und jetzt geht's los, was ich befürchtet hatte. So, wird hier weggeschoben und dann kommen hier gleich 3 Karts auf einmal vorbei. Und ja gut, was willst du da machen? Gleich der nächste. Und da wirst du dann halt jetzt aufgenascht, ne? Oh, und der nächste und noch mehr und noch mehr. Ja, ich meine lieber so, das ist schon richtig von Luca, als wenn er komplett weggeräumt wird und dann steht, ne? Aber ich muss auch zugeben, in so einem Getümmel mit sehr viel guten Fahrern kenne ich selber noch die Situation, das ist nicht so ganz einfach. Und vor allem, wenn man es nicht kennt. Liz hält die nächsten hier vorbei. Auch gleich wieder 2. Ja, und dadurch, dass ja alle jetzt wirklich hintereinander waren, ja, besteht die Gefahr, dass er das komplette Feld jetzt einmal durchlässt. Ja, und so hast du dann schnell mal eine Runde extra Rückstand. Aber mein Gott, ist jetzt so passiert, kann man auch nicht mehr ändern. Ne, aber das, um das mal vielleicht auch zu erklären, für alle, die irgendwie, wenn ihr wisst, dass das der Führende ist, und man muss wirklich irgendwie noch gucken, ja, bloß den noch irgendwie hinter uns lassen. Eine halbe Runde schaffen wir schon noch. Das kann so wichtig sein. Da kommt es wirklich drauf an. Ja, ja, ist jetzt richtig blöde Situation. Ich glaube, jetzt ist das ganze Feld auch schon vorbei. Ja. Und irgendwann ist halt auch die Kamera dann von Luca auch noch dazu leer gegangen. Aber deswegen filmt Max hier schon. Ja, das habt ihr gesehen. Luca bei dem Kartwechsel. Ja, und auf der Seite der Kartwechsel sehr, sehr tricky. Werdet ihr gleich sehen. 3-mal den gleichen Fehler haben wir gemacht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir 3-mal dafür eine Strafe bekommen haben. Was ich meine, werden wir gleich sehen. Ne? Und Max wartet jetzt auf Luca, der kommt jetzt da rein. Und jetzt haben wir auch wieder einen lustigen Moment. Er drückt den Buzzer und das Kart fährt nicht mehr, er ist ausgegangen. Steffi hechtet hin, Rennleitung hechtet hin. Luca rennt zum Buzzer. Ja, hat natürlich auch wieder Zeit gekostet, ne? Ja, lief alles nicht so glatt, wie es sollte. Ab da die Kette.
Ich glaube, die Rennleitung hatte auch schon ein bisschen Mitleid mit uns, also auch ein bisschen mehr Mitleid schon. Und ich glaube, gleichzeitig waren sie aber auch genervt von uns. Weil bei uns wusstest du nie, was kommt. Vielleicht bleiben wir tatsächlich auch ein bisschen in Erinnerung oder sind in Erinnerung geblieben. Ne? Aber was ich vorhin sagen wollte, wegen dem, dass wir da eine extra Runde verloren haben durch den Richtungswechsel da. Da sieht man mal, dass trotzdem im Motorsport es wirklich immer um Zehntelsekunden und kleine Sekunden geht, auch bei einem 10-Stunden-Rennen. Weil ich sag mal so, hätten wir insgesamt vielleicht durch kleine Sachen, ja vielleicht 5 bis 10 Sekunden weniger verloren, sagen wir mal nur 5 Sekunden. Ich glaube selbst das nicht mal, 3 Sekunden. Dann hätten wir den noch hinter uns halten können, dann wäre der erst eingesammelt worden und wir hätten uns komplett am Ende des Feldes einreihen können und hätten sogar dadurch auf andere eine ganze Runde gewonnen. Ja, also da haben wir 3 Sekunden darüber entschieden, ob man eine Runde Rückstand dazu kriegt oder eine Runde Rückstand gewinnt, also wieder zurückrundet. Ja. Ja. Aber ja, das ist halt auch immer noch so am Ende, es ist das erste große Rennen für die Kids und auch für mich, muss ich sagen. Ich bin noch nie ein 10-Stunden-Rennen vorher gefahren. Ja, und da lernt man so viel. Unbedingt zu empfehlen, macht das unbedingt mal. Ja, und ich freue mich schon auf das nächste Langstreckenrennen. Wo man dann echt sagen kann, die Fehler passieren einem so nicht nochmal. Klar, ist dann immer wieder dieser Punkt, ja, neue Strecke, ist natürlich dann auch wieder, ja, neue Gegebenheiten. Aber ich sag mal, in Bisping wissen wir jetzt in etwa, wie es da so ein bisschen läuft. Und ja, kann also nicht mehr schief laufen dann. So, jetzt merkt ihr aber auch, dass wir in den Runden immer mehr springen. So, und das hier mit ihm und Max, das war nochmal ziemlich wild. Ja, Max und die Polen aus Stettin, die freuen sich immer. So, jetzt haben wir hier, zack, er mischt sich wieder mit ein und gut, jetzt kann man sagen, war er schon vor Max. Max hat aber die Innenbahn, ja, man sagt dann auch, beziehungsweise sage ich auch, muss er, sag ich mal, auf die Bremse drücken, wenn dann Reifenstapel auf sie zuspringt, dann denke ich mir aber, Max ist ja gerade an ihm vorbei. Und er wusste auch, dass Max schneller ist. Und warum bleibt er nicht dahinter? So dumm. Ja, und da habe ich dann gesagt, zumal ihr seht auch, wie instabil er da vorne fährt, er verliert richtig Zeit. Ja, und das übrigens sind die Führenden jetzt vor uns, direkt vor uns, glaube ich. Und auch die fackeln ja nicht lange. Seht ihr hier? Ja, Airmac hat auch schon, Max auch, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit dem ist. So, und jetzt wird er rausgeschoben von dem Führenden. Ja, und ich sag mal, in solchen Situationen denke ich mir auch immer zu Recht, weil warum lassen die uns nicht vorbei? Es ist einfach so. Ne, ergibt halt keinen Sinn. Ja, und jetzt, ich habe euch schon gesagt, ja, mussten wir natürlich auch so ein bisschen mitspielen, sonst gehen wir halt komplett unter. Und ich habe ja Max am Funk gehabt, beziehungsweise, ja, und dann habe ich Max gesagt, du, ich weiß nicht, ob du es hinkriegst, aber fahr ihn mal ja jetzt links hinten auf die Ecke, nicht bumsmäßig, sondern hier und schieb ihn ein bisschen raus. Gut, dass er da komplett wegschmiert. Ist, glaube ich, nur passiert, weil er die Bremse gedrückt hat. Aber ja, eigentlich sollte er quasi nur dadurch die längere Bahn fahren, damit Max innen vorbeifahren kann. Auch nicht die feine Art und auch auf alles andere als ja, fair. Aber an der Stelle muss ich sagen, war das nicht aus Max sein Mist gewachsen, sondern aus meinem. Ja, und ich muss es nochmal extra sagen, kann man gar nicht oft genug sagen, wenn die anderen so fahren und damit durchkommen, ja, und die das gegen uns machen, dann müssen wir genauso hart fahren, weil du sonst noch mehr verlierst, als du eigentlich verlieren sollst. Ja, oder würdest, wie auch immer man das jetzt sagt. Oh, jetzt sagt Max, ja, ich will in die Box, also geduldig kurz. Und das wurde dann auch so gemacht. Oh, Buzzer. Zack. Nächste Runde rein? Was? Nächste Runde rein? Nee, noch nicht rein.
das war auch so ein dickes Problem bei uns im Team. Der eine sagte sowas, der andere sowas und da kommt es dann komplett durcheinander. Ne? Ja, das müssen wir dann auch nochmal besser machen. Habe ich hier hingestellt schon. Ja, und Steff überlegt, traue ich mich das? Ja, ach komm weg jetzt hier. Wir müssen uns wiegen, weg damit. Okay. Oh, reicht, 95,7. Gut, ich muss eine ganze Stunde Turn fahren, also ist eventuell auch knapp. Das werden wir nachher dann nochmal sehen, wie knapp es wurde. So, Max jetzt zum Fahrerwechsel, das war knapp. Grün, alles gut gegangen. Den noch drücken. Zack. Und ihr seht, wie weit man sich als Kind da auch rüberbeugen muss. Also die Buzzer waren schon weit weg. Und das wird nachher auf jeden Fall noch ein Thema. Raus! Ein roter rein! Ein roter rein! Ja, die haben auch alle schon Kopf geschüttelt, da Rennleitung. Was, bei uns war immer Action. Das war schon irgendwie war es auch putzig, aber in dem Moment natürlich alles unnötig hektisch, ne? So, jetzt mein letzter Turn. Und da mache ich auch nochmal wieder einen Fehler. Endlich mal alles glatt gelaufen. Muss man auch sagen, bei Max ist tatsächlich sehr viel gut gelaufen und sehr viel richtig gelaufen. Das war top. Passing up! Bitte? Was hast du? Passing up! Ja, haben wir gesehen. Beide Quads. Hast schön Ballett gemacht, ja, ja. Das von Luca war sogar noch besser. Echt? So, jetzt ging es für mich wieder Aufholjagd. So, wir springen jetzt sehr doll in den Runden. Aber in der Zwischenzeit ist halt auch nicht viel passiert. Ja, bei der Szene eben, ja, kann man sich jetzt echt streiten, weil ihr habt selber gesehen, das war das Wechselkart und der Buzzer, die waren ja so knapp. Also jetzt mal ohne Mist, um da anzukommen, musste man ja tatsächlich schon vorher stehen, dann minimal das Kart vor einem wegschieben in Zeitlupe, ne, indem man da eine Stoßstange ist. Und ja. Das hat halt nicht gereicht, man hat das Kart halt angefahren. Jetzt kann man sich streiten, wieso stellen die sie nicht einen Meter weiter nach vorne, verstehe ich halt nicht. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt wollte ich den einen da irgendwie vorbeilassen, weil der schneller war. Und jetzt war jetzt anscheinend ein Warmfahrer oder sowas, ich habe keine Ahnung. Und denke mir dann halt, warum fährt der Warmfahrer dann so schnell? Unnötig, komplett unnötig, aber egal. Genau, und weil ich das Kart in der Box beim Kartwechsel angefahren habe, klar ist das gefährlich, das sehe ich alles ein, habe ja auch sofort gewusst, dass es das 10 Sekunden gibt. Ja, und das war jetzt halt die Zeitstrafe, die ich absitzen musste. Alles schön und gut, so eine 10 Sekunden Zeitstrafe, aber am Ende verlierst du ja viel mehr, hatte ich in Teil 1 schon gesagt. Ne? Allein die Boxenanfahrt schon, da stehst du da ja dumm lange rum, da 3 Sekunden. Dann musst du mit dem Kart dann erstmal wieder losfahren, dann noch einen Buzzer drücken, dann noch einen Buzzer drücken und dann noch 12.000 andere Buzzer drücken. Ja, und am Ende hast du da 30 Sekunden Verlust oder so. Und das ist halt eine Dreiviertelrunde, ne? Und das ist dann schon krass. Aber ihr werdet sehen, dass nicht nur mir das passiert ist,
Und da muss man sich dann irgendwann dann auch mal fragen, sollten wir die Karts vielleicht nicht mal irgendwie Meter weiter nach vorne stellen? Weil warum so knapp hinstellen, damit man das da oben sehen kann? Ich meine, der Bildschirm war ja auch auf der anderen Seite auch zu sehen. Musste man sich halt mal umdrehen. Wäre jetzt auch nicht so das Ding gewesen. So, hier ist Snoopy mal im Bild. Ja, Katzen der Rostock Team, das war natürlich, das war gut unterwegs, muss ich sagen. Also eigentlich würde ich eher von der Seite einsteigen. Es ist auch wegen den Gewichten auf der linken Seite besser, weil rechts ist ja schon der Motor. Auf die tauschen die Gewichte und dann kannst du bis zur ersten Linie vorfahren. Genau, ja. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird jetzt auch merken, weil Steffi meinte, hier vorne wechseln wir. Aber man soll ja einmal komplett durchfahren. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Vor allem ergibt ja auch viel mehr Sinn, da vorne zu stehen, ne? Und ich sag mal, wäre jetzt noch ein anderes Team zum Fahrerwechsel reingekommen, muss man ganz ehrlich sagen, wir wären im Weg gewesen und das wäre auch wieder eine fette Strafe gewesen. Also, ja, sehr viel schief gelaufen, aber wir sehen das nach wie vor jetzt, also im Nachhinein sehen wir das halt als Trainingsrennen, ne? Also, weil wir dadurch halt sehr viel gelernt haben. So, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag mit Kartwechsel und mit Fahrerwechsel. Und jetzt wieder das Gleiche. Auch so schön laut, wie der Rennleiter da meckert, ja, ist das saugefährlich, ist da eine Karte mal reinzudonnern. Es hörte sich aber auch so an, als wären wir nicht die Einzigen. Aber ganz ehrlich, dann muss man doch da mal was unternehmen. Also was anders machen. Weil du kommst teilweise mit, wenn du Stummelärmchen hast, einfach an diesen Buzzer nicht an, anders. So, also wie willst du das denn machen? Ja, also das Kart stand da richtig blöd, muss man ganz ehrlich einfach mal so sagen. Klar kann man da übertrieben langsam ranfahren, alles richtig, aber ich sag mal, es ist ja auch eine Gefahrenquelle. Und dafür ist die Boxencrew zuständig, dass das halt nicht gefährlich wird. Oder werden kann, so ist es ja richtig. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht Luca rein, allerdings war es so, dass Luca im Eifer des Gefechts vergessen hat, die Kamera einzuschalten. Das heißt, sein kompletter Turn wird nicht drinne sein. Aber ich glaube, da gab es auch nur zwei, drei Runden, wo überhaupt was zu sehen war. Also wo wirklich, deswegen nur halb so schlimm, dass er nichts gefilmt hat. Aber dadurch überspringen wir jetzt natürlich gleich ein paar Runden. Also nicht wundern, Leute, ne? Das Rennen ging 10 Stunden, die Hektik war aber immer da. So, aber wir springen zu Lennox. Halt das Kartfest, Luca! Halt das Kartfest!
Aber ohne Mist, ich hab die alle so lieb, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß, das wirkt jetzt so, als hätte ich, als würde ich nur meckern. Aber ihr habt ja selber gesehen. Ich habe das auch zweimal Bockmist gebaut. Also, ne, das ganze Rennen war einfach so. Ja, total niedlich von Steffi. Also wie die sich da engagiert hat und auch Christian, war schon richtig cool. Klar, durch die Hektik war alles ein bisschen bunt durcheinander, ne? Aber das wisst ihr jetzt schon, das sage ich ja, habe ich auch im ersten Teil schon gesagt. Aber wie sie jetzt immer sagt, einfach nur Vollgas, das sind immer schon cool, immer nochmal Mut zu reden. Egal wo wir stehen jetzt, immer nochmal anfeuern und das finde ich halt super, ne? Und Lennox ist nicht Lennox, wenn er nicht versucht, doch irgendwie ein bisschen weiter noch nach vorne zu kommen. Und wenn er nur einen überholt, ist ja ganz egal. Aber so kleine Erfolgserlebnisse, das ist halt das Ding, ne? Auf was es da jetzt ankommt. So, und dann konnte er jetzt auch dranbleiben. Klar, die haben sich auch alle ein bisschen geärgert da gleich. Oh, da haben wir Jasper wieder. Und die waren sich ja auch alle wieder nicht so ganz einig. Jetzt haben wir eine riesen Kette hier. Und es ist eigentlich klar, dass es gleich wieder ein bisschen rasselt. So, die waren jetzt eigentlich alle schon weg. Aber weil sie sich alle nicht so einig waren, war er noch wieder da. So schnell geht's, ne? Leider jetzt da reinstechen können. Aber ja gut, traut man sich auch nicht unbedingt, wenn davor auch noch einer fährt, den man dann eventuell weghauen könnte, ne? Werden schon wieder Leute rausgeschoben und er wollte jetzt in eine Box rein und jetzt war da aber Lennox und der kam nicht in die Box rein. Das ist schon bitter, ey. Oh mein Gott. Habe ich so auch noch nie gesehen, also das ist dann schon ein bisschen Pech. Und ich hoffe auch, dass der nicht... jemand in eine verkehrte Richtung. Bin ich Also wie der so stehen kann, weiß ich nicht. Vielleicht war er gerade schon am Drehen, das kann natürlich sein. Oder er wurde gedreht, das kann ich mir gut vorstellen. Aber frage ich mich halt, wie der da hingekommen ist. Aber er musste jetzt halt noch eine Runde weiterfahren, der andere, der nicht in die Box kam. Ne? Ich hoffe, dass er keinen Kartwechsel machen musste. Und wenn doch, dass die Leute das halt gesehen haben. So, Jens. Wie gesagt, Cardcenter Rostock, Racing Team, ihr seht's, die kamen relativ gut durch und die sind ja von, ich glaube, Startplatz 16 losgefahren oder so. Ja, und am Ende werden wir erfahren, wo sie gelandet sind. Sie sind auf jeden Fall gut nach vorne gekommen. Also, auf die auch stolz. Und ich sag mal so, ne, sie sind ja schon Topfahrer, aber das wahre Racing Team mit den, also richtig, richtig guten Fahrern, die wir noch haben, die waren ja gar nicht dabei. Einer von denen ist ja Kroni und Kroni hat da halt nur mitgeholfen, so, als mehr oder weniger Teamchef mäßig. Und Lennox überholt wieder einen blauen Anzug. Auf den hatte sich Max ja so ein bisschen eingeschossen und sich immer gefreut, wenn wir auf dem Level gefahren sind. Und ja, wir sind bereits in Runde 647. So, das ist jetzt super ärgerlich. Weil wir müssen jetzt auch noch den Buzzer drücken. Das heißt, doppelt einmal losfahren, weil wir schon mal stehen mussten. Aber gut, ich sag mal, so viel. Ich sag mal, wenn wir da jetzt nochmal 2 Sekunden verloren haben, dann macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, ne? Ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt schon kurz vor Ende. Auf diesem P20 sind wir auch bis zum Ende rumgefahren. Ja, für uns ging es jetzt wirklich nur noch, die 10 Stunden runterzufahren. Die muss eigentlich du machen, ne? Also die Seite muss eigentlich du machen. Ja, bitte.
Ja, Lennox übrigens nicht in das Kart eben gefahren, in das Wechselkart. Aber wenn man genau hinguckt, stand das tatsächlich auch ein paar Zentimeter weiter vorne. Ja, und schon fährst du halt dann nicht drauf, ne? Ja, vorletzter Turn, danach ist dann nur noch Max dran. Der fährt dann zum Abschluss ins Ziel. Und ja, dann sind halt auch 10 Stunden schon rum. Vor allem schon 10 Stunden rum, ne? Ich meine, ich musste das Video in zwei Teile teilen. Sonst hätten wir weit über 2 Stunden geguckt. So, und damit letzter Wechsel. Und dann geht's tatsächlich auf die Zielgerade. So, das sollte jetzt endlich mal alles glatt laufen hier. So muss der Wechsel dann eigentlich auch aussehen. Aber es ist krass mit den Gewichten, oder? Heftig. Letzter Turn, Runde 682, 83 jetzt in dem Fall. Und ja, lange ist nicht mehr. Wie gesagt, wir haben um die 20 Runden Rückstand auf die Führenden. Das heißt, die 759 Runden, an die müsst ihr euch gar nicht orientieren, sondern eher so um die 235 bis 239. Ja, und daher haben wir nur noch 50 Runden. Aber auch die müssen natürlich noch gefahren werden, ne? Aber auch Max, sein Schlusstörn war nochmal richtig stark. Kamen wir nochmal gut ran an die davor. Aber am Ende hatten wir dann doch ordentlich Rückstand noch. Und ihr habt es wieder gesehen, auch Max ist da jetzt gegen gedonnert und er hat noch eine 10 Sekunden Strafe bekommen. Allerdings nicht mehr per schwarze Flagge und in die Box fahren. Da waren sie dann gütig mit uns, die haben sie uns am Ende einfach drauf gerechnet. Und ja, von daher ging es dann noch. Aber habt ihr gesehen, 3-mal ist uns das passiert und das kann ja auch kein Zufall sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch anderen Teams passiert ist. Wir werden jetzt nachher bei der Siegerehrung auch hören, dass wohl sehr viele Strafen ausgerufen wurden. Viel mehr als sonst normal. Und ja, ist die Frage, woher das kommt. Viel Unerfahrenheit wahrscheinlich. So, Max fährt jetzt hier an den Stettinern vorbei. Oder halt auch nicht. Er hat sich jetzt gefragt, wo bist du denn, Max, hier? Also wir kennen da einige von, ne? Deswegen. Das ist immer schon ein bisschen witziger. Und Max sagt, fahr doch, fahr schneller, weil ich kann auch schneller. Ja gut, der ein oder andere Rennfahrer wird dann sagen, ja, überhol ihn doch. So, aber jetzt wird er vorbeigelassen. Und dann, danke. Hat sich Max bestimmt auch gefreut. Er freut sich immer, wenn er einen aus Stettin überholen kann. So, jetzt guckt er hier schon, habt ihr links vielleicht gesehen, richtig viele Leute standen da schon. Jetzt geht's auf wirklich die letzten Runden zu. Ja, und jetzt hier wird er angezeigt, wie viele Runden sind denn noch? 3, 2, 1? Aber der Streckenposten bzw. die Rennleitung stand da schon, also jetzt letzte Runde. Beziehungsweise vorletzte, aber wenn er ihn jetzt hier vorbeilässt, ist es die letzte. Das ist nämlich der Führende. Und dadurch sparen wir natürlich jetzt eine Runde.
in dem Fall sehr gut gewesen. So, und er denkt sich, yes, er sieht schon. Da stehen sie mit der Flagge. Und endlich ist es geschafft und natürlich mega Freude, ne? Hartes Rennen gewesen. Sehr hartes Rennen. Auch körperlich für die Kids natürlich. Obwohl Max ist der anderer Meinung und sagt, dass keine anstrengende Strecke ist. Wird er gleich nochmal sagen. So, und er jetzt hier, Katze in der Rostock, einmal einschlagen und er freut sich einen Keks da vorne. Sieger. Ja, Heimteam natürlich, aber logisch, das erwartet man dann auch von einem Heimteam, dass sie da auf der Heimstrecke auch gewinnen, ne? Wäre bei uns nicht anders. So, und jetzt wird es nach 10 Stunden das erste Mal leise in der Halle und das ist natürlich sehr angenehm gewesen. Und ja, jetzt hören wir gleich nochmal rein in die Gespräche und danach geht es dann in die Siegerehrung. Ihr könnt mir aber schon mal in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr dieses Rennen fandet. Jo, damit war das 10-Stunden-Rennen. Allerdings gehen wir jetzt natürlich nochmal in die Siegerehrung rein. Wie gesagt, es gab zwei Kategorien und ja, das macht der Rennleiter, der nette Rennleiter, der uns sehr viel geholfen hat. Nein, dann wird schon. Sollen wir verlängern? 12 oder 24? Ja. Also ich glaube, im Großen und Ganzen war es ein sehr, sehr faires Rennen, bis auf ein paar Einzelfälle. Erstaunlich ist, wir haben unfassbar viele Strafen verteilt. Irgendwie so viele Strafen wie in den letzten 24-Stunden-Rennen, zwei 24-Stunden-Rennen zusammen. Also irgendwie waren es fast 30 Strafen. Ich verteile gerne Strafen, aber war arg viel heute. Und fang einfach mal mit Platz 22 an. Aus Dänemark extra hergekommen, MM Kopenhagen Karting 408. Ihr habt euch, glaube ich, auch ein paar Strafen eingeheimst. Bitte fahren wir es. Und da haben wir dann auch schon gleich das nächste Team mit den etwas, ja, einigen Strafen. Aber es sind alles Junioren, 13- und 14-Jährige, okay, nicht alle, aber sie haben sich top geschlagen. Auf Platz 8 in der Klasse, 20 gesamt, New Kids Rostock, herzlichen Glückwunsch! Der Jüngste kommt zum Schluss. Ne? Und einmal noch ein großes Dankeschön
an die Jungs, die jetzt Feier machen, an die Crew vom Car-Center. Vielen Dank. Auf Platz 7 in der Klasse, 19 gesamt mit 740 Runden, das liegt am Kart. Mit nur einer Strafe durchs Rennen gekommen. Auf Platz 6, 18 insgesamt mit 740 Runden auf X-Faktor 2. Herzlichen Glückwunsch! Auf der 17 insgesamt, auf Platz 5 in der Klasse mit 746 Runden, das Team Zacke Pump. Herzlichen Glückwunsch. Auf der 4, 16 insgesamt mit 747 Runden, Mold Racing Fun. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir jetzt zum Treppchen der Amateurwertung und haben auf Platz 3 der Amateurwertung, auf Platz 15 gesamt mit 748 Runden, das Team Husaya Fluo. Herzlichen Glückwunsch! Ja. Jetzt ist es ja nun mal so, dass tatsächlich ein paar Teams der Pro-Kategorie geschlagen wurden. Auf Platz 2 mit 752 gefahrenen Runden, Gesamt 11 M-Racing. Herzlichen Glückwunsch! Das Siegerteam der AM-Wertung ist auf 9 gesamt mit 753 gefahrenen Runden Mold Racing Sport. Herzlichen Glückwunsch! Auf Platz 11, 13 gesamt, Husaya Silber mit 749 Runden. Herzlichen Glückwunsch! Alleine. Only one driver? Marcel hat sich einfach jedes Mal einen anderen Helm aufgesetzt. Ja, weißt du, sie 10 Stunden alleine gefahren. Seine Teamkollegen sind schon auf dem Weg nach Hause, ist ein weiter Weg. Auf Platz 12 gesamt, auf Platz 10 in der Klasse mit 752 Runden Kolb Fresser RT. Ich habe euch weiter oben gesehen. Heute als Familienteam unterwegs, das Team Winkler, Vater mit seinen zwei Söhnen, auf Platz 9 in der Klasse 10 gesamt mit 752 Runden. Herzlichen Glückwunsch! Auf Platz 8 insgesamt, auf Platz 8 in der Klasse mit insgesamt 753 Runden, 6 Runden hinter dem Führenden, das Car-Center Rostock Race Team. Thank you.
eine Runde mehr gefahren hat das Team ERT. Platz 7 im Gesamt, Platz 7 in der Klasse. Herzlichen Glückwunsch, Erik in das Racing Team. Jetzt wurde ich gerade darauf hingewiesen, dass ich das doch bitte nochmal irgendwie... Also, das Team möchte darauf hinweisen, dass es ohne Strafen durchgekommen ist. Das haben heute nicht viele geschafft. Wieder mit einer Runde mehr gefahren, 755 Runden. Das Team Rieder in der Mix 2. Herzlichen Glückwunsch. Die sehen geil aus. Wenn der einen wegkommt, dann ist er nervös. Dann sind wir auf Platz 5 wieder mit einer Runde mehr. 756 Runden. Das Team Husaria Platinum. Herzlichen Glückwunsch! Und das sind Platz immer noch nicht die besten Fahrer. Das Team ist ja nicht das Einzige, was aus Polen den Weg hierher gefunden hat. Auf Platz 4 mit 757 gefahrenen Runden, Husaria Gold. Herzlichen Glückwunsch! Er ist der Teamchef. Also bevor jetzt wieder Verschwörungstheoretiker kommen, er ist nicht in zwei Teams. Wir haben jetzt noch 3 Teams, aber 4 Pokale. Es ist ja nun mal so, dass alle Teams der Klasse die gleichen Karts gefahren sind. Das heißt, alle hatten die Möglichkeit auf die schnellste Rennrunde und einer hat es gemacht. Bis zum Schluss wurde es noch eng. Die schnellste Rennrunde, Jonas Winkler. Herzlichen Glückwunsch. 54632. Pokal für die schnellste Rennrunde. Gratulation, andere hätten es auch können. Jonas hat es gemacht. Dann kommen wir jetzt zum Treppchen der Pro-Wertung, was denn auch das Treppchen des Gesamtklassements ist. Wir haben auf Platz 3 mit insgesamt 749 Runden, 59, Entschuldigung, 41,12 Sekunden auf den führenden Rückstand. Mold Racing, herzlichen Glückwunsch. Und das Strafrecht. Auf Platz 2 mit nur 14 Sekunden Rückstand auf das Siegerteam. Mit insgesamt auch 759 Runden. G-Dynamics 1. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 1 mit 759 Runden, nur 14 Sekunden Vorsprung, die RS Kartschule. Herzlichen Glückwunsch! Das sind bestimmt die Lehrer, ne? Jo, das war die Siegerehrung, Freunde. Ich hoffe, euch hat das alles sehr gefallen. Und ja, ich hoffe, es war auch kein Problem, dass wir das in 2 Teile gemacht haben. Lasst es mich gern in den Kommentaren wissen. Ja, damit neigt sich das Video dann jetzt endlich dem Ende zu. Ja, Bisping haben wir jetzt ja über 2 Wochen quasi verfolgt. Und jetzt können wir natürlich demnächst endlich in die IKM-Saison 2024 starten. Also das wird ein richtig fettes Ding, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, die Vorbereitungen sind ja alles schon durch. Und während ich das sage, schauen wir uns jetzt hier noch die letzten Instruktionen einmal aus Bisping an. Ja, war ein geiles Event. Würde ich gerne nochmal machen mit den Kids. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und würde mich sehr freuen, wenn wir das halt, wie gesagt, nochmal wiederholen. Und ja, die Fehler, die wir hier alle gemacht haben, die werden uns so nicht nochmal passieren. Das ist mal sicher. Und ja, wer weiß.
Nächstes Mal statt Platz 20 werden wir dann halt vielleicht 17. und danach 12. und so weiter. Ja, das muss das Ziel sein und das wird auch unser Ziel sein. Und von daher freuen wir uns jetzt schon drauf, wenn wir nochmal so ein Event fahren. Und ja, freut euch auf die nächsten Videos. Die nächsten werden IKM sein. Und das wird natürlich der Oberhammer. Freut euch drauf. Bis dahin, Leute. Haut rein.